Wie kommen wir wieder zu einem wirklich ganzheitlichen Denken? Was können wir da lernen aus der Natur, vielleicht sogar von den Bäumen oder von Urvölkern? Ich habe heute einen Menschen zu Gast, der 20 Jahre in Yucatan lebte, darunter 5 Jahre unter den Mayas. Ein Mensch, der von sich selber gesagt hat, ich komme aus einer anderen Zeit. Und es ist Dr. Bernd Neugebauer. Ich grüße dich. Guten Tag, Thomas. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich habe dich in einem Vortrag erlebt, was mich sehr bewegt hat. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ein bisschen aus deiner Lebenserfahrung etwas zu lernen. Und das Ganze, ihr Lieben, geschieht auf Mystica TV. Viel Freude. Ja, willkommen nochmal und hallo Bernd, schön dich kennenzulernen, dich zu erleben. Du hast mal gesagt, seit 5 Generationen kümmert sich deine Familie um die Bäume und um die Wälder. Das heißt, du kommst aus einer sozusagen, also von einem Stammbaum her, von einer Familie, die sich immer schon sehr mit dieser Natur beschäftigt hat. Magst du das mal so ein bisschen beschreiben, wie du da aufgewachsen bist? Ja, der Hintergrund ist etwas, was wenige Leute in Deutschland heute wissen, dass Deutschland einmal total abgeholzt war. Mhm. Man nimmt an, zu ungefähr 85% abgeholzt. Die frühe Industrialisierung plus vorangegangene Kriege und so weiter hatten für viel Zerstörung gesorgt. Und es begann eine Hungersnot- und Auswanderungsbewegung, die dann vornehmlich unter Maria Theresia dazu geführt hat, dass man sich ganz neue politische Ansätze erarbeitet hat, auch geistige Ansätze in der Zusammenarbeit zwischen den Klöstern und den Politikern und den neuen Industriellen, um eine neue Lebensgrundlage zu schaffen. Es war klar, dass es so nicht weitergehen würde. Die haben ja damals schiffsladungsweise verhungernde Menschen nach Australien oder USA oder sonst wie schaffen müssen, um die Situation zu entschärfen. Dazu gehörte auch die Vorstellung, wir brauchen unsere Wälder wieder und wir müssen sie aufforsten. Und dieses Aufforsten war nicht so einfach. Man hat in den ersten wissenschaftlichen Ansätzen dazu das Holz dem Bergbau zugerechnet. Die erste forstliche Universität, die wurde in Clausthal-Zellerfeld bei den Minenuniversitäten. Mhm. Also neben Kohle und Eisenerzen und Silber und Gold und so weiter angesiedelt. Und das war auch das alte Denken, was davor herrschte. Man meinte, das sei etwas, müsste man ja nur fällen und dann hätte man das Holz und fertig. Und jetzt war klar, nee, so ist das nicht. Wir leben in einer Welt endlicher Ressourcen und wenn wir diese Ressourcen nicht selbst wieder aufbauen, dann werden wir sie in Zukunft nicht mehr haben. Und dann gab es ein paar sehr gute Forstleute, die haben erkannt, wie man überhaupt Wälder wieder neu begründen kann. Ein Herr von Cotta hat da eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Und am Anfang fragte niemand, wo die kleinen Bäume herkommen sollen. Das haben dann die ersten Förster, die haben überall so kleine Baumschulen angelegt, in ihrem Hintergarten und im Wald selbst. Und damit begann die Bewegung. Und irgendwann tauchte ein schottischer Mensch auf, der hatte die Parkbewegung in England miterlebt. Da waren im späten 18., Anfang des 19. Jahrhunderts die großen berühmten englischen Parks angelegt worden. Und für die hatte man zum ersten Mal professionelle Baumschulen angelegt. Und der hatte festgestellt, dass diese professionellen Baumschulen wundervoll bringen konnten, wenn sie im richtigen Klima und auf dem richtigen Boden angelegt wurden. Dass es was ganz anderes ist, ob ich einen Baum aus guter Kinderstube in den Wald pflanze oder einfach irgendeinen Baum, wie man das am Anfang gemacht hat. Das heißt, einfach nur Bäume pflanzen reicht nicht, sondern man muss schauen, passt die Umgebung und passt vor allem der Untergrund. Untergrund und die Feuchtigkeit und die Temperatur. Und dann kam er nach Hamburg und entdeckte am Stadtrand von Hamburg Böden, von denen er sich sagte, das sind ja die perfektesten Baumschulböden, die man sich vorstellen kann. Die eignen sich zur Pflanzenzucht. Und dann fand er einen Bauern und das war mein Ur-Urgroßvater. Und fragte den, magst du nicht mal so ein paar Bäume pflanzen? Und
Tja, das tat er und daraus entstand eine Industrie, die man später zur Jahrhundertwende des 19. und 20. Jahrhunderts die Industrie ohne Schornstein nannte. Mhm. Die grüne Industrie am Stadtrand von Hamburg, von der aus nicht nur Deutschland, sondern große Teile Mitteleuropas aufgeforstet wurden. Man muss sich das vorstellen als, ja, da waren über 10.000 Baumschulen beteiligt. Mhm. Der Eisenbahn-Güterbahnhof, von dem aus die versendet wurden in die Wälder Mitteleuropas, war Ende des 19. Jahrhunderts zu irgendeinem Zeitpunkt der größte, bedeutendste Güterbahnhof Deutschlands. Mhm. Von der Zahl der Waggons her oder so etwas. Ja. Also aus der Tradition kam ich. Und das hat die Familie weitergeschoben. Und mein Großvater war ein Großbaumschuler, ein Bauer, 14 Pferdegespanne, Ställe, alles noch mit Handarbeit. Und dazwischen drin wuchs ich auf. Und das war so meine Lehrzeit. Und hast du auch viel in der Natur verbracht in deinem Leben, also oder in der Kindheit, Jugend? Die ganze Kindheit habe ich auf dem Feld verbracht, mit den Arbeitern. Mhm. Und ich bin einmal verloren gegangen mit 3 Jahren, da hat das ganze Dorf mich gesucht und man fand mich dann im Stroh zwischen den Bäuchen der Kaltblüter im Stall schlafend. Das waren meine Freunde. Ja. Und das hat mich auch nie losgelassen. Mhm. Ich bin öfter mal in anderen Situationen gewesen, in der Stadt gelebt, als Student oder was. Das. Nach wenigstens einem halben Jahr habe ich mir dann eine Hütte im Wald gesucht und bin dahin gezogen. Ja, ja. Ja. Den Erdgeruch wollte ich nicht mehr missen. Mhm. Ja, seltsam, dass wir Stadtmenschen das scheinbar noch gar nicht mal zu vermissen scheinen, wie aber trotzdem das Leben doch in gewisser Weise verkümmert, ja, wenn man so fernab von der Natur lebt. Ich spanne mal einen Bogen. Ich produziere heute in einem Regenwald, den ich selbst gepflanzt habe, produziere ich Heilmittel, Regenwaldheilmittel. Ja. Und das sind zum Teil, alle Substanzen kommen aus diesem Wald. Wir nennen das auch Forest in a Bottle, also der Wald in der Flasche. Oder auf Deutsch sage ich manchmal Spaß, das ist die Dschungelbuddel. Und dann, was ist da drin? Ja, genau das, was ich als Erdgeruch immer vermisse. Mhm. Die Mikroorganismen des Waldbodens. Mhm. Und damit kann ich viel heilen. Das ist der einfachste Weg, um Menschen erstmal auf einen Heilungsweg zu bringen. Mhm. Es ist nicht immer alles, was gebraucht wird, aber als Grundlage ist es immer gut. Mhm. Wunderbar, ja. Und hattest du als Kind schon manchmal das Gefühl, ich möchte irgendwann in Südamerika leben, ganz woanders leben? Gab es da so eine Ahnung? Weil es ist ja ein sehr ungewöhnlicher, spannender Lebenslauf, über den wir gleich noch sprechen werden. Ja, das ist eine heikle Frage, weil ich natürlich nicht genau weiß, wie es war. Ich habe mir die Frage auch manchmal gestellt. Mhm, tatsächlich gab es eine alte Sehnsucht, die mich nach Lateinamerika zog. Mhm, wo die herkommt, weiß ich nicht. Es gab damals einen Film im Kino, der uns alle sehr, sehr begeistert hat. Das war die Traumstraße der Welt. Da hatte man die lange Panamerikaner, also von Kanada runter bis nach Patagonien, die hatte man in einem Film dokumentiert. Das war einer der atemberaubendsten Kinofilme, die es in den frühen 60er Jahren gab. Den habe ich gesehen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Film mich mit beeinflusst hat. Aber da war vielleicht auch etwas Tieferes. Und heute sagen meine Maya-Freunde, oh, du bist halt ein alter Maya, du bist halt nur falsch geboren und bist dann wieder hergekommen. Ja, ja. Das, wer weiß. Ja, du hast ja wirklich sehr viel geleistet, sehr viel umgesetzt in Deutschland und dann eben auch in Südamerika. Wenn du mal so mit wenigen Worten beschreiben würdest, was würdest du sagen, ist so deine Mission, dein Wirken, deine Botschaft? Was ist so die Essenz, wenn man das überhaupt zusammenfassen kann vielleicht? Die Essenz liegt darin zu begreifen, wie entstehen Wälder. Mhm. Bei den ganzen Umweltkrisen und sozialen Krisen, die wir heute haben, stehen wir eigentlich vor der gleichen Herausforderung. Die Förster benennen das mit der klaren Aussage, der Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume. Mhm. Und es geht also darum, herauszufinden, was ist dieses Mehr. Ja.
Und in der menschlichen Gesellschaft ist es eigentlich genauso. Die Gesellschaft ist mehr als die Summe ihrer Individuen. Und wir sind individualisiert worden über die letzten Jahrzehnte. Und wir müssen wieder in das Gemeinschaftliche, in das gemeinsame kulturelle Verständnis finden, weil nur das uns zukunftsfähig macht. Denn letztendlich ist der Mensch eingebunden in diese Welt. Wir finden sie ja schon vor, wenn wir geboren werden. Wir schaffen sie ja uns nicht. Wir können nur versuchen, sie zu begreifen und weiterhin in Harmonie mit ihr zu leben. Das ist und nur so ist ein Überleben ja möglich. Nur so ja, ist eine Zukunft aber das ist auch möglich. Der alte faustische Begriff, Konflikt. Ja? Also ich habe eine humanistische Ausbildung im Wesentlichen und Faust war für mich eine große Herausforderung. Ich habe begriffen, ich habe Gustav Gründgens erlebt damals und habe versucht zu begreifen, worum es geht. Je länger ich mich in der Welt bewege, umso eher erkenne ich, ja, das ist die große Herausforderung, vor der wir alle die ganze Zeit stehen. Ja, und wie das funktioniert und wie wir es lenken könnten oder wie wir die Menschheit auf einen konstruktiven Pfad halten könnten, das ist eigentlich die große Herausforderung, die mich dabei gepackt hat. Und für die lebe ich. Und da können wir von den Bäumen viel lernen. Was ich durch dich gelernt habe, ist zum Beispiel, dass nur 50% das ist, was wir sehen, aber an die anderen 50% sind vielleicht sogar das viel entscheidendere Myzel, das Netzwerk der Bäume, der Wurzeln, die dann miteinander verbunden sind. Magst du das mal erläutern? Wie das? Ja, und daraus kann man eine ganz einfache Frage ableiten. Also wenn wir eine verwüstete Landschaft haben und wir wollen wieder Wald begründen, wo fangen wir denn dann an? Bei den sichtbaren Bäumen oder bei dem Unsichtbaren im Untergrund? Ja. Und wer das begreift, wird sehr schnell einsehen, dass es besser ist, im Untergrund anzufangen. Also erstmal das Saatbeet vorzubereiten, statt einfach nur Bäume zu pflanzen. Und ich habe viele Situationen kennengelernt, wo Bäume gepflanzt werden, die nie gewachsen sind. Es gibt heute international, ich weiß nicht wie viele Baumpflanzprogramme. Die einen wollen 1 Trillion Bäume pflanzen, die andere 1 Billion, die anderen 1 Milliarde oder nur ein paar Tausend. Wenn man manchmal auch mit versteckten wirtschaftlichen Interessen, wie du auch mal in einem Video erzählt hast. Ja. Also man muss natürlich. Es alles sich genau ansehen. Natürlich. Und ich möchte nicht wissen, wie viele dieser Bäume verrecken, weil sie völlig falsch gepflanzt werden. Es gab mal eine Auswertung von einer der größten Baumpflanzkampagnen in Mexiko. Da sollten angeblich Hunderte von Millionen von Bäumen gepflanzt worden sein, sind vielleicht auch gepflanzt worden. Wir haben tatsächlich ein Auswertungsergebnis bekommen. 2% haben überlebt. Darum kann es natürlich nicht gehen. Nee. Da steht was. Da stimmte was nicht. Also wie verstehen wir den Wald, wie verstehen wir den Baum, damit wir nachher das, was wir ihm antun, also wie wir ihn pflanzen oder was immer wir tun, zum Erfolg führen können. Das ist die große Herausforderung. Und dazu muss ich erstmal quasi anfangen, wie ein Baum zu denken und den Baum wahrnehmen. Und ich glaube, davon sind wir heute sehr, sehr weit entfernt. Ich habe ein forstwissenschaftliches Studium hinter mir. Wenn ich da zum Beispiel Fragen stellte einem Professor wie, Herr Professor, man spricht überall von heiligen Bäumen. Was macht einen Baum heilig? Da dachte er, zum Blödsinn. Aber genau diese Fragen müssen meines Erachtens beantwortet werden. Ja. Sie wurden mittlerweile beantwortet. Interessanterweise wurden sie nicht von Förstern beantwortet, nicht von Biologen, schon mit Hilfe von Biologen, sondern von Mathematikern. Schweizer Mathematiker haben herausgefunden, dass allen heiligen Bäumen in allen Kulturen eins gemein ist. Sie produzieren eine bestimmte Kalksubstanz in ihren Blättern, die tropfen auf den Boden und verwandeln sich in Humus, sind Humusbildner. Und interessant. Es gibt kein Chemielabor der Welt, was künstlich Humus herstellen kann. Bäume können das. Wow. Und was ich absolut faszinierend finde, Bäume bestehen zu, ich glaube, 98% aus Luft. Ja, sogar ein bisschen mehr. Wie ist das zu verstehen? Ja, wenn ich
einen Wald begründen will, dann, oder ich erzähle mal die ganze Geschichte. Sehr gerne, Ich hatte angefangen, Regenwald zu pflanzen. Ich habe also die Bäume, die ich gerne haben wollte, versucht, da rein in den Boden zu bringen. Du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, 1984 ein Grundstück gekauft in Yucatan, bist dort auch hingezogen 2003, hast dich also immer tiefer in diese Thematik versenkt, um das wirklich zu erforschen. Ja, und als ich 2003 dahin kam, waren die ersten Bäume, die ich dort gepflanzt hatte, Mahagonis und rote Zedern, also große, wertvolle Regenwaldbäume, die waren da schon 5-6 Jahre alt und waren nicht gewachsen. Sie kümmerten vor sich hin. Es gab haufenweise Viehzeug, was die kaputt fraß. Sie überlebten so gerade, sie kümmerten. Also man konnte nicht von Erfolg sprechen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe alles richtig gemacht, was man als Förster richtig macht, wenn man Bäume pflanzt. Ich hatte schon Millionen von Bäumen gepflanzt. Mit diesen war es mir nicht gelungen. Und ja, ich stellte also mein Wissen selbst in Frage und irgendwann sagte ich mir, ich muss beim Grundsatz anfangen. Ich muss wirklich fragen, was ist überhaupt ein Baum? Wovon lebt überhaupt ein Baum? Was macht die Materie eines Baumes aus? Was macht den Geist eines Baumes aus? Was ist das? Und da kam ich dann endlich drauf, dass man uns in der Uni und in der Biologie eigentlich im Glauben gelassen hatte oder auch beigebracht hatte, Bäume würden sich vom Boden ernähren, dass das aber nicht stimmt. Tatsächlich stammen 99,85% der Atome in einem Baum, hat mal jemand ausgerechnet, aus der Luft. So. Das heißt, 0,15% kommen nur aus dem Boden. Jetzt ist aber in der Luft ja alles frei verfügbar. Das ist ja das Wunderbare an dem Wald. Deshalb haben wir Wald überall auf der Erde. Wo nur ein bisschen Feuchtigkeit ist, da kann im Prinzip Wald wachsen. Und die Fragestellung des, wie kann ich nun sicherstellen, dass der Wald auch wächst, reduziert sich auf die Art, wie die 0,15% manipuliert werden. Die muss der Baum haben. Weil zum Beispiel ein Chlorophyllmolekül, das besteht eben auch zu 99,85% aus Luftatomen und es hat ein einziges Magnesiumatom in seinem Zentrum. Es ist ein wunderschönes, großes Molekül. Und dieses eine Atom ist essentiell. Wenn ich das nicht habe, ist das andere nutzlos. Dann hilft es nicht, die freie, kostenlose Luft zur Verfügung zu haben. Also wie kriegt der Baum dieses eine Molekül? Ja, und dann haben wir uns mal genau Gedanken gemacht, warum diese Problematik hier in den gemäßigten Zonen offensichtlich nicht so brisant ist. Denn hier war es mir nie passiert, dass ich irgendwo einen Baum gepflanzt habe und der nicht wuchs. Das passierte mir in den Tropen. Und es stellte sich raus, dass bei uns in den Tropen unter dem Einfluss von Feuer, Hitze und Trockenheit das Bodenleben so stark reduziert wurde, dass die Pilzhyphen, die Myzelien, die alle mit dem Baum ganz eng verbunden sind, zerstört worden waren. Und wir mussten also wieder Pilze in den Boden bringen. Und als wir das taten, da stellten wir dann fest, naja, Pilz allein ist es auch nicht. Der Pilz, der stellt quasi die Straßen, die Autobahnen, die Infrastruktur, über die das Magnesium transportiert werden kann. Aber die Betriebssysteme dazu, die werden von Mikroorganismen gemacht. Und dann haben wir uns ganz gezielt mit der Kultivierung von Pilzen und Mikroorganismen beschäftigt. Und heute habe ich sowas hier in einer Flasche. Das trinke ich, weil es gut für mich ist. Aber das sprühe ich auch auf den Waldboden. Das ist eine Art, das Ganze zu sehen. Wenn ich erst mal sehe, wie das ganze Geflecht funktioniert, dann kommt noch eine weitere Frage auf. Wenn ich so ein komplexes Gefüge habe, das entspricht so der Komplexität eines Großkonzerns, der Automobile macht oder was, was ist denn dann der Anreiz, dass die das auch wirklich tun.
Und der Anreiz, das wissen wir in unserer Gesellschaft, ist die Bezahlung. Ja. Und dann ist die Frage, welche Art von Bezahlung gibt es denn im Waldboden? Bezahlung ist schlicht und einfach das, was den ganzen Mikroorganismen, Pilzen und allem, was daran beteiligt ist, die Energie geben, dass die wirklich ihre Leistung erbringen können. Und zwar schön verteilt. Alle müssen ihre Leistung erbringen. Und das ist wunderbar ausgeglichen. Ja, und dann kamen wir darauf, das ist Zucker. Mhm. Und der Wald lebt vom Zucker. Und vereinfacht gesagt, habe ich dann angefangen, Zucker auf den Waldboden zu sprühen. Da hat mich jeder Förster für verrückt erklärt. Mhm. Aber der Wald wuchs danach. Mhm. Ja? Jetzt nehme ich nicht den industrialisierten, raffinierten Rohrzucker, sondern Zuckerstreuer. Ich bringe den Zucker in eine andere Form und ich tue die Mikroorganismen dazu, die den Zucker transportieren, verwerten und so weiter. Aber im Prinzip ist es das. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, was wir in der Biologie lernten, wo uns aber niemand jemals erklärt hat, warum es denn so ist. Da muss jeder Schüler lernen, dass im Zucker ein Wasserstrom nach oben fließt und ein Saftstrom nach unten. Der Saftstrom ist ein Zuckerstrom. Und keiner sagt, wofür der Zucker da ist. Mhm. Mhm. Der Zucker unterhält die Ökonomie des Waldes. Mhm. Ja? Das ist ein Wirtschaftssystem. Und wenn man das begreift, dann kann man mit einmal mit der Restaurierung von Natur vollkommen anders umgehen. Mhm. Übrigens auch mit Menschen, also auch mit der Restaurierung von Gesellschaften. Ja, und also vielen Dank, sehr, sehr spannend, also auch sehr lehrreich, finde ich. Und du bist dann noch tiefer gegangen und du hast gerade die Menschen angesprochen. Du bist unter die Mayas gegangen und hast herausfinden wollen, wie diese Menschen leben und wurdest selbst ein Maya, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob die Maya dich so dann bezeichnet haben, aber nimm uns da doch nochmal mit. Wie war diese Reise? Was war auch der Anlass? Das kostet ja auch Mut, ne? Als Fremder, großgewachsener Europäer hier einfach dort zu leben. Also es gab mehrere Anlässe, die das Ganze so langsam aufgebaut haben. Ich war immer ein Fragender. Ich hatte diese Welt meines Großvaters erlebt, diese vollkommen natürliche Welt, und dann aber auch den Umbruch. Mein Vater war der Erste, der in Deutschland den Einsatz von Herbiziden begonnen hat. Damals waren Herbizide noch verboten. Mhm. Es gab alte Gesetze aus der Nazizeit, die besagten, man durfte kein Gift auf Felder ausbringen. Okay. Ja? Also er musste das Zeug schmuggeln, das gab es als erstes in England und hat das illegal eingesetzt. Dann wurde er allerdings als Held gefeiert, denn er hat damit die Branche gerettet. Es war die Zeit, als die Arbeiter in die Industrie abgezogen wurden und die Baumschulen wären zusammengebrochen, wenn man keine Herbizide gehabt hätte, weil es einfach nicht mehr genügend Arbeiter zum Unkrautjäten gab. Das hatte ich alles miterlebt und ich war wahrscheinlich auch das erste Opfer dieser Umstellung. Ich wurde sehr, sehr krank. Ich war über mehrere Jahre das krankeste Kind der Schule, denn niemand kümmerte sich um mich. Ich spielte ja immer und ich spielte da draußen auch in diesen Herbizidschwaden und habe die ganzen ersten Pestizide, die es gab, tief eingeatmet. Ich konnte ihnen gar nicht entkommen und war extrem krank. Also war ich hochmotiviert, da irgendeinen Ausweg zu finden. Es hörte mich keiner. Kein Arzt hat das damals anerkannt oder verstanden. Man dachte immer, wieso? Herbizide sind gut für die Wirtschaft. Also der Junge, der ist schwach. Ja, das war die Interpretation. Und so suchte ich nach Antworten. Ich erkannte Widersprüche. Ich erkannte, dass da gewisse Dinge waren, über die man mit Erwachsenen überhaupt nicht sprechen konnte, über die, die nicht sprechen wollten. Dieses Gefühl war, ich bin Nachkriegskind, auch dadurch genährt, dass ja, ich kannte noch das frisch zerbombte Hamburg. Und wenn ich Fragen dazu stellte, merkte ich, über einiges, weniges sprachen die Menschen, aber über das meiste schwiegen sie. Mhm. Also suchte ich. Und da traf ich eines Tages durch meine Arbeit mit Amnesty International als Student einen Schriftsteller aus Uruguay, Eduardo Galeano. Und wir hatten ihn eingeladen, einen Vortrag zu halten. Der war wunderbar. Es war eine Lesung, kein Vortrag, eine Lesung seiner Poesie. Er war gleichzeitig einer der größten Kenner der wirklichen Geschichte Lateinamerikas und hat ein berühmtes Buch geschrieben, Die offenen Adern Lateinamerikas, hat zuerst
als Erster, als Historiker die wirklichen Auswirkungen des Kolonialismus dargestellt. Und als Organisator saß ich also abends, wie wir das immer so machten, dann auf einer Fete nach der Veranstaltung und leerte mit Eduardo Galeano eine Flasche Rotweins und stellte ihm viele Fragen. Und er war der Erste in meinem Leben, der mir alle Fragen beantwortete. Wow. Es war ein unglaubliches Erlebnis für mich. Ich fühlte mich von dem Mann, ich war so fasziniert, wow, endlich einer, der ganz offenen Herzens einfach alles beantwortet. Und dann war die Flasche irgendwann leer und morgens früh hatte er schon ganz kleine Augen und ich wollte immer noch Fragen stellen. Und dann war die letzte Frage, Eduardo, bei all dem Tollen, was du mir von Lateinamerika erzählt hast, von tollen Indianerkulturen, von großen Traditionen und so weiter, wieso kann es denn sein, dass man sagt, die Zivilisation der alten Maya sei kollabiert? Da guckte er mich an, zeigte mit seinen kleinen Augen, zeigte mit dem Finger auf mich und sagte, das musst du herausfinden. Ja. Das war mein Lebensweg. Ja. Und daran bin ich heute noch. Mhm. Es gab dann einen zweiten Anreiz, da wurde ich gebeten, in Mexiko für den Minister für Forsten eine Studie zu machen über die Dynamik der Zerstörung der Regenwälder. Das wurde in den 70er Jahren erstmals Thema. Mhm. Man nahm es in der Weltöffentlichkeit wahr, man nahm es in Mexiko auch wahr und man wollte wissen, was ist eigentlich los. Man las überall Zeitungsartikel, ja, also die dummen Bauern, die zerstören die Wälder. So ungefähr war der Tenor. Und ich verbrachte ein halbes Jahr damit, durch das Land zu reisen. Ich hatte vorher das Land schon sehr gut kennengelernt und beschrieb dann, was wirklich in Mexiko passierte. Diese Beschreibung sah ganz anders aus als das, was in der Zeitung stand. Im Ergebnis sagte ich eigentlich, der Regenwald wird zerstört, weil man ihn zerstören will. Das wird von der Weltbank finanziert, das wird von der Politik abgedeckt, da sind große Unternehmen dahinter und den armen Bauern, dem bleibt gar nichts anderes übrig, als da irgendwie mitzumachen. Die sind die Letzten, die das wollen und sie sind die, die am meisten darunter leiden. Und das war natürlich nicht so willkommen. Die Studie wurde klassifiziert, die verschwand in den grauen Archiven, auch wenn die Mexikaner eigentlich meiner Meinung waren. Die sagten, ja, so ist es. Aber das durfte öffentlich nicht sein. Und mir blieb die Frage, ja, was tue ich denn dann? Offensichtlich ist die Umsetzung meines Wissens zugunsten der Menschheit und zugunsten der Aufforstung nicht gewünscht. Was bleibt mir denn dann noch übrig? Mittlerweile hatte ich so einige Attacken erlebt, weil ich zu freche Fragen stellte. Und dann kam ich zu dem Schluss, dann versuche ich einfach mal das zu lernen, was noch keiner gelernt hat. Ich gehe in eine Maya-Gemeinde und lerne, wie die früher den Wald bewirtschaftet haben, wie sie das so machen konnten, dass ihre großartige Zivilisation daraus entstand. Dann habe ich 5 Jahre in einem damals noch vollständig indianischen Dorf gelebt. Da sind meine Kinder auch geboren. Und einfach um als Aktionsforscher aus der Mitarbeit heraus, aus dem Lernen, sie waren meine Meister, ich war der Lernende, heraus zu erfassen, wie das Ganze funktionierte. Ich habe mir nie vorstellen können damals, dass das die letzte Möglichkeit war, überhaupt dieses Leben kennenzulernen. Von da ab gab es eigentlich nur noch Zerstörung. Wow. Ja. Ich erinnere mich, ich habe dich ja in einem Vortrag erlebt, dass du von einem besonderen Fest erzählt hast. Und das hat mich unglaublich bewegt, weil dieses Fest findet wohl alle 20 Tage lang statt, 4 Tage lang. Und jeweils geht es da um ein bestimmtes Thema. Wenn du das nochmal erzählen magst, weil das eine so berührende Geschichte, die so viel erzählt, wie diese Menschen wirklich zusammen lebten und wovon wir heute noch viel lernen können, finde ich. Ja, es ist ein Fest, was ich so in dieser Art nicht miterleben konnte. Das war in alten Zeiten so. Ah, okay. Es sind Reste davon heute noch erkennbar. Ja. Und zwar habe ich mich sehr damit beschäftigt, wie lebten die Maya denn im Alltäglichen?
Wie sahen ihre Dörfer aus? Nicht, wie sahen die großen Tempel, Schlösser oder wie immer man die nennen will, auf. Das, was die Archäologen die einzigen, beschreiben. Die man heute noch sieht und man weiß gar nicht, dass sich drumherum die Menschen gelebt haben. Und, Die Archäologen sind überhaupt nicht daran interessiert, welche Menschen das denn gebaut haben. Ich habe mir gesagt, das ist doch das eigentlich Interessante. Richtig, ja. Also ich gehe ins Dorf. Und da ich ja nun 5 Jahre im Dorf gelebt hatte, hatte ich dafür schon einen ganz guten Fundus. Und mittlerweile baue ich ein prähispanisches, zerstörtes, verschwundenes, altes Maya-Dorf wieder auf. Ich rekonstruiere Maya-Häuser, ich rekonstruiere eine Maya-Landschaft. Wie schön. Ja, also das ist ein Dorf, von dem ich vermute, ganz genau kann ich es nicht beweisen, dass es noch vor ungefähr 170 Jahren belebt war, und zwar von alten Maya, die wahrscheinlich so lebten, wie sie seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gelebt haben. Es war eine Gegend, in der waren die Weißen, auch die Mexikaner, überhaupt noch nicht vorgedrungen. Da haben die Maya sich auch selbst geschützt in diesen Bereichen. Und dieses Dorf hatte einige erstaunliche Charakteristika. Eine ist, dass in Yucatan wir eine Karstlandschaft haben, in der es kein Oberflächenwasser gibt. Es gibt keine Flüsse, keine Bäche, keine Seen. Dieses Dorf war aber ein Dorf des Wassers. Mhm. Es gab viele Seen, es gab kleine Bäche, es gab Wasservorräte überall. Das waren alles künstliche Anlagen. Mhm. Ja? Die Menschen arbeiteten zusammen daran, sich eine künstliche Wasserlandschaft zu schaffen. Und der große Conquistador Mexikos, Hernán Cortés, der war einmal in Yucatán und hat ein sehr gutes Tagebuch geschrieben. Er hat viel zerstört, aber hat auch gute Notizen hinterlassen. Mhm. Und der stand auf einer der höchsten Pyramiden, die er gefunden hat, und schrieb in sein Tagebuch, ich glaube, ich sehe bis zum Horizont ungefähr 10.000 Seen. In einer Gegend, in der es heute keinen einzigen gibt. Mhm. Ja? Das rekonstruieren wir. Und indem ich das rekonstruiere, frage ich mich natürlich die ganze Zeit, wie konnten die das tun? Was bringt eine Gesellschaft dazu, so gut organisiert zu sein, dass die gemeinsam eine Landschaft vollkommen umwandeln, erhalten, produktiv machen können und dazu noch diesen großen Reichtum erzeugen, der die ungeheuren Maya-Tempel, Paläste oder wie man sie nennen will, erzeugen konnte. Ganz Yucatan war von sorgsamst gebauten Straßen durchzogen, auf denen man nur ging, nicht fuhr. Sie wussten, wie das Rad funktioniert, aber sie haben keine Wagen gebaut. Ach, sie sind gelaufen. Und das war also eine bewusste Entscheidung. Mhm, sie hatten ein anderes Verhältnis zur Technologieauswahl. Und diese Fragen haben mich dann sehr beschäftigt und ich habe versucht herauszufinden, was war das für eine Dynamik. Und ich kam da anfangs nicht sehr weit. Ich hatte so punktuelle Beobachtungen, die kriegte ich nicht richtig zusammen. Und dann hat mir das Verständnis der Funktion des Waldes sehr, sehr geholfen. Ich habe mir dann immer gesagt, okay, die alten Maya haben genauso wie ich im Wald gelebt. Der Bewaldungsanteil war damals extrem hoch. Es gab sehr dichte Bevölkerung, aber trotzdem sehr viel Wald. Sie wohnten wirklich auch im Wald. Also dachte ich mir, werden die so ähnlich entschieden haben wie ich. Wenn ich die ganze Zeit im Wald bin, muss ich zu ähnlichen Entscheidungen kommen, wie die es damals getan haben. Ich darf daraus durchaus Rückschlüsse ziehen, darauf, wie es früher war. Das ist keine anerkannte wissenschaftliche Methode. Nein, das ist ein wunderbar analoges Denken, dass es ja auch abhanden gekommen ist und das aber auch so wichtig ist eigentlich. Und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Ja, ja. Und es hilft auch, später habe ich dann mal Archäologen offen, es gibt so ein paar Archäologen, die dann doch interessiert hinhören, wenn ich sowas sage, es sind nicht sehr viele, aber es hat die dann auch dazu gebracht, dass einer der wichtigsten US-amerikanischen Archäologen einmal vor mir stand und sagte, Bernd, an diesem Tag mit dir hast du mir so viele offene Fragen beantwortet, die wir mit unserer Methodik einfach, wo wir keinen Zugang finden. Ja? Und so entstand dann langsam ein Bild des sozialen Lebens der Maya. Und jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter. Wenn ich das soziale Leben verstehen will, dann muss ich ja auch ein Gefühl dafür bekommen, wer waren denn diese Menschen? Aus welchem Menschenbild heraus haben denn die
dieses soziale Leben gelebt. Und dann komme ich in die spirituelle Dimension hinein. Und ohne dass ich die Spiritualität der Maya und ihr soziales Leben verstehe, werde ich diese Gesellschaft nicht rekonstruieren können. Also das war so der Versuch. 20 Jahre haben gerade eben gereicht, um das einigermaßen zu verstehen. Ja. Das braucht viel Zeit. Ja. Ja? Und die Feste, nach denen du fragst, die haben vollkommen folgenden Sinn. Wir sind in der Waldforschung dahin gekommen, dass eine komplexe Gesellschaft wie der Wald sich an drei Dingen orientieren muss. Das ist der Raum, der Ort und die Zeit. Also es muss ein Wirklichkeitsverständnis für den Raum da sein. Ich muss einfach wissen, wo ich bin. Was ist die Ausgangslage, um es mal vereinfacht zu sagen. In diesem Raum schaffe ich meinen Ort. Das sind die Häuser, die Seen, also die Instrumentarien gewissermaßen, mit denen ich mich schütze, mit denen ich mich umgebe, mit denen ich dann arbeiten kann. Auch die Infrastruktur eines Dorfes, wo das soziale Leben dann stattfindet. Also der Dorfplatz oder was immer man da noch haben will. Und das nächste ist die Zeit. Das heißt, in welchen Rhythmen lebe ich da drin? Wie bewegen wir uns gemeinsam? Chaotisch kann es ja nicht laufen, wenn wir so großartige Leistungen vollbringen wollen. Also wie entsteht denn diese Zielgerichtetheit? Dahinter steht Rhythmus. Und dann war die Frage, okay, was sind denn das eigentlich für Rhythmen? Wir kennen aus unserer Kultur einen Rhythmus sehr gut, den man uns aufoktroyiert hat, der aber nie in Frage gestellt wird, und das ist der Wochenrhythmus. 7 Tage. Ja, einfach mal so bestimmt. Wird nicht in Frage gestellt. Ja, ja. Ja? Am Sonntag läuteten die Kirchenglocken, da war die Woche zu Ende. Ja, das wird Gott ja wohl so festgelegt haben. Das ist natürlich, das ist keineswegs natürlich. Das war mal eine Festlegung. Mhm. Und da fing ich an, mich zu fragen, was ist denn das für ein Rhythmus? Den Tagesrhythmus, den kann ich ja nachvollziehen. Die Sonne geht auf und die geht unter. Da gibt es einen ganz klaren Grund für. Aber dieser 7-Tage-Rhythmus ist doch einer, den wir alle als Stress empfinden. Freitag ist doch das Typische, dass keiner fertig geworden ist mit dem, was er fertig werden wollte. Montag ist er noch nicht richtig erholt. Und so sind wir die ganze Zeit im Stress. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja, absolut. Ja, aber ja, es gilt für viele. Ja. Ja? Und daraufhin habe ich mich gefragt, was ist denn ein gesunder Rhythmus, der Menschen den Stress nimmt und der ihnen ermöglicht, ihre Projekte, ihre Vorstellungen wirklich zu leben und abzuschließen. Das wäre dann das Gegenteil von der Frustration. Und da kam raus, ich habe mich als Organisationsentwickler auch betätigt, ich habe Ausbildungen in dem Moment, in dem Bereich gemacht. Und in der Industrie ist diese Frage sehr oft gestellt worden. Da, wo man effektives Zusammenarbeiten von Menschen haben wollte, da entstand dann etwas, das nannte man Project Cycle Management. Project Cycle Management ist nichts anderes als das Gleiche. Wie bringen wir Menschen, Teams dazu, dass sie etwas, dass sie eine kreative Idee haben, die wirklich umsetzen und zu unserem Nutzen das Ergebnis uns überreichen? Und das haben die Maya gemacht. Mhm. Und in einem Project Cycle Management arbeitet man in Rhythmen von 20 Tagen. Ach ja, okay. Und der Maya-Kalender hat einen Grundrhythmus von 20 Tagen. Ja. Ja. Und jetzt gibt es einen Parallelkalender, der sorgt dafür, dass der Rhythmus von 20 Tagen variiert wird. Und jetzt bekomme ich die 20 Tage unter unterschiedlichen Konstellationen. Und diese Konstellationen werden in dem, was man quasi die Astrologie der Maya nennen könnte, ihre Interpretation der universalen Zyklen, diese Variationen werden als Persönlichkeitstypen dargestellt und reflektieren auch menschliche Persönlichkeitstypen. Mhm. Mhm. Heute, die Psychotherapie, die Psychologie kommen immer mehr dahin, sehr sorgsam Persönlichkeitstypen zu erfassen. Absolut, und ja, nicht mehr alle über einen Kamm zu scheren, sondern sagen, okay, das ist so einer, das ist so einer, das ist so einer. Das ist sogar im Moment Mode. Also Astrologie, Human Design, Enneagramm sind ja alles so Versuche, ein bisschen die Struktur der Seele ein bisschen besser zu verstehen. Genau darum geht es. Tiroler Zahlenrad, was sich auch ein bisschen nach der Natur richtet. Genau. Aber wahrscheinlich ist der Maya-Kalender noch die subtilste Form des Ganzen. Mit diesen Dingen habe ich mich dann beschäftigt und sage, okay, da sind ja die Rhythmen drin, mit denen man tatsächlich so effektiv arbeiten kann. Und
Dann haben die sogar noch die Mechanismen entwickelt, um zu zeigen, wie das Ganze in die universalen, in die Rhythmen des Universums eingebunden sind. Und dann geht es sogar in die Rhythmen des Mikrokosmos unseres inneren Lebens und unserer Wahrnehmung. Und für all das gibt es Bilder, gibt es Dokumente, gibt es Vorstellungen. So, und es war die Frage nach dem Fest. Das Fest schloss immer einen Zyklus ab. Mhm. 20 Tage lang hat man ein Projekt durch alle seine Phasen durchgezogen und das Ergebnis wurde dann auf einem Fest präsentiert. Denn wenn ich Leute fokussieren will, dann muss ich sie motivieren. Und ich kann sie nur motivieren, indem ich sie in relativ kurzen Zyklen dazu bringe, dass sie ihr eigenes tatsächlich verwirklichen können und darin anerkannt werden. Und die Anerkennung führt zur Motivation. Und die Summe der Anerkennungen, die Summe der Motivationen ergibt den Enthusiasmus, der dann gebündelt die Energie eines ganzen Volkes auf etwas lenken kann, dass sie etwas Wunderbares schaffen. Ja. Ja? Und so entstehen dann diese wunderbaren Tempel und Städte, die wir heute noch bewundern, wo alle Leute fassungslos davor stehen, wie konnten die das nur machen? Ja? Und was die Touristen bisher da gesehen haben, ist nur ein kleiner, kleiner Teil dessen, was es da gibt. Ja. Wir sind jetzt erst langsam durch neue Radarsysteme, LIDAR-Auswertungen und so weiter dahin gekommen, dass wir lernen, das war alles noch viel großartiger, als wir uns das jemals vorstellen konnten. Die Bevölkerungszahlen waren sehr, sehr viel höher, also 10 bis 20 oder sogar 40-fach höher, als wir angenommen hatten. Übrigens auch bis zu 40-fach höher als die heutige Bevölkerungsdichte. Es gab bezüglich Bevölkerungsdichte überhaupt keine Grenze. Wenn Menschen produktiv, enthusiastisch zusammenarbeiten, kommen die mit allem sozusagen zurecht. In einer Vision verbunden, ja? Weil ich es richtig verstanden habe, wenn du sagst, dass sozusagen in jedem Zyklus dann eine Energie besonders gewürdigt wurde, dann haben die Menschen sozusagen miteinander in dieser Energie wahrscheinlich auch dazugelernt, sich weiterentwickelt und kamen so nach und nach in unterschiedliche Seinsformen hinein. Ja? Und ein schöner Nebeneffekt, sie haben sich gegenseitig auch noch gut kennengelernt. Ja, ich verstehe. Also das war ein wunderbarer Mechanismus. Also gerade in der Krisenzeit, die wir heute leben, finde ich, kann die Orientierung an dieser Gesellschaftsform sehr, sehr weiterhelfen. Ja, absolut. Wir waren ja zusammen in einer Talkrunde, wo wir auch am Schluss irgendwie festgestellt haben, das ist eigentlich die Vision, der Mythos oder die ideale Zukunftsvision unseres Zusammenseins, dass wir wieder lernen, natürlich zu leben, gemäß der natürlichen Rhythmen, mit der Natur. Aber da müssen wir erstmal herausfinden, was ist unsere eigene Natur? Wie funktionieren wir denn eigentlich? Wie funktioniert der Körper? Wie funktioniert die Seele? Und eigentlich ist das Wissen alles schon da. Ja? Eigentlich ist alles da. Ja, und dann wird so vieles möglich. Also wenn ich hier höre, wie viele Menschen zum Beispiel davon ausgehen, ja, Überbevölkerung ist ein Problem. Nein, ist es nicht. Ja? Abfall ist ein Problem. Ja, wir sind eine abfallschaffende Kultur. Das ist ein Problem. Und was ist Abfall? Ja, zu wenig Einsatz, zu wenig Kreativität. Man könnte mit all dem ganz anders umgehen. Ja. Ich will dich mal zitieren. Du hast mal gesagt, jedes Tier und jede Pflanze lebt im Überfluss. Nur der Mensch hat die Knappheit erfunden. Wir rennen, wir kämpfen, wir engagieren uns, anstatt uns zusammenzuschließen, um als Gemeinschaft etwas Großes zu erreichen. Sind wir individualistisch geworden und leiden unter Einsamkeit. Mag sein, dass es vielleicht, ich sag mal so, Rudolf Steiner hat ja mal gesagt, das ist ein wichtiger Zwischenschritt, die Individualisierung zu lernen, Ego-Kraft zu empfinden. Aber ich glaube, jetzt geht's wieder in ein Miteinander. Und es bleibt nur zu hoffen, dass wir das rechtzeitig hinkriegen, oder? Bist du da eigentlich guter Hoffnung? Bist du Optimist? Oder würdest du sagen, na, da muss schon noch viel passieren? Also wir brauchen beides. Und damit so eine Erfahrung der Individualisierung sich auch wirklich setzen kann, ja, da muss sie anscheinend auch mal ein bisschen ins Extrem gelebt werden. Ja. Ich kann nur hoffen, dass das nicht allzu schief ausgeht. Die Leute wachen halt zu unterschiedlichen Momenten auf. Richtig. Deutschland hat ja nun leider eine Geschichte, in der es immer ziemlich hart knallen musste, bevor das Land sich bewegt hat.
Ja. Auf der anderen Seite ist Deutschland oft Vorreiter, Vordenker. Es wird alles übertrieben, genau umgesetzt, vorgedacht, aber es ist halt auch sehr mental. Ne? Es ist wenig mental. Im Körper, wenig im Gefühl, wenig ganzheitlich. Ja, und wenn es dann um Wiederaufbau geht, dann haben sie immer ganz toll funktioniert. Ja, richtig. Ja? Aber davor musste alles zusammengekracht ja. sein. Ja. So, und das haben die Maya vollkommen anders gemacht. Mhm. Ja? In den indianischen Kulturen, nicht nur bei den Maya, in allen indianischen Kulturen hat man die Transformation der gesellschaftlichen Strukturen eingebaut. Man hat von vornherein gesagt, gesellschaftliche Struktur ist notwendig, aber sie muss sich ja zwangsläufig verändern, weil alles fließt, alles sich verändert. Das ist doch die Konsequenz. Wenn die erstarrt, kann es nicht funktionieren. Mhm. Also hat man ganz viele Mechanismen eingebaut, wie zum Beispiel diesen 20-Tages-Zyklus, immer wieder neue Projekte unter einem neuer Aspekt. In dem, was gerade meins ist, konnte ich das ja alles anwenden. Mhm. Ja, also der Schneider hat das anders angewandt als der Steinmetz oder der Musiker oder der Landwirt. Es galt für alle. Und trotzdem hat man sich gesagt, wird eine gewisse Erstarrung der Strukturen stattfinden. Mhm. Und deshalb haben in den indianischen Kulturen, bei den Azteken war es genau alle 50 Jahre, bei den Maya war es etwas flexibler, aber auch so ungefähr alle 50 Jahre hat man einfach aus Prinzip die Strukturen aufgelöst. Ach. Hat gesagt, Schluss. Ja. Alle 50 Jahre wird ein riesiges Fest gefeiert. Okay. Das war die große Show. Ja? Mhm. Und es wird gefeiert und gefeiert, alles verbraucht und dann wurde symbolisch das Geschirr zerdeppert. Ach, das ist ja großartig. Weil das ist ja in der Tat so die große Frage. Es braucht gewisse Strukturen, um überhaupt gewisse Abläufe funktionieren zu lassen, aber sie erstarren sehr schnell. Das erleben wir immer, auch in unserem eigenen Denken. Wir haben Gedankenmuster, wo wir oft erstarren, dann kommt eine Krise und wir merken, es muss wieder zerfallen, ich muss mich wieder öffnen in der Gesellschaft, genauso. Ja. Und da traten dann alle Funktionsträger zurück. Die wurden gefeiert. Ja, das große Fest war. Das hätte ich gerne. Klasse, klasse, vielen Dank, alle weg und so weiter. Den Priestern, man nennt sie Priester, es waren halt spirituelle Vertrauensleute, wurde für 2 Jahre die Regentschaft übertragen. Die mussten das notwendigst überwachen. Aber sie hatten ganz klare Regularien zu befolgen. Und diese Regularien sahen vor, Zerstörung aller alten Strukturen und Befähigung der neuen Generation, neue Strukturen, ihr gemäßen Strukturen aufzubauen. Hm. Und so bekamen die Jungen eine Chance. Mhm. Ja? Wow. Und nach 2 Jahren begann das neue System. Wenn ich in unsere Gesellschaft hier in Deutschland reinschaue, wir tun ja genau das Gegenteil. Die einzige Option, die den Kindern oft gelassen wird, ist es, noch besser zu werden als ihre Väter, die ja schon ganz toll waren. Ja, und aber bitte genauso dieselben Wege gehen. Ja. Und die sind ja. Und ich finde das eigentlich den Kindern gegenüber eine Unverschämtheit. Ja. Diese Lebendigkeit, Vielgestaltigkeit, dieses Universum an Möglichkeiten, was eine Seele kreieren kann, ist ja. Die Zeiten ändern sich, die Möglichkeiten ändern sich und ja. Ja, und an der Kindererziehung kann man dann sehr gut sehen, wie die unterschiedlichen Systeme, wo die sich unterscheiden. Und das war, ja, da hatten wir das Glück, wir zogen in die Indianergemeinde und am ersten Tag, als wir ankamen, das war der Samstag vor Palmsonntag, ich hatte die Ferien ausgedacht, um ganz gemütlich mit meiner Frau und meiner ersten Tochter ins Dorf zu fahren, um die so langsam an den Gedanken zu gewöhnen, dass sie dort vielleicht mit mir leben könnten. Ich wollte sie ja nicht zwingen. Ja. Ich war schon in der Woche dort tätig gewesen. Und dann war die Straße dahin, das war so eine Hügelstraße. Und meine kleine Tochter, die war sehr athletisch, mit 2 Jahren, die stand hinter mir, hielt mich an meinen Schultern fest und schrie mal, Vater, Columpio, lass mich hüpfen, fahr schneller, damit ich besser hüpfen kann. Und wir lachten und lachten und meine Frau war hochschwanger mit der 2. Tochter und saß neben mir und hielt sich immer den Bauch. Und ich musste also irgendwie balancieren zwischen Vorsicht und dem Spaß Freude, meiner Tochter. Pure Lebensfreude, ja. Dann kamen wir an und guckt meine Frau mich an und sagt, jetzt ist sie geplatzt. Das Wasser lief. Ja.
Und so kamen wir an, sie lernten die Nachbarn dort. Ich hatte so eine kleine Maya-Hütte gemietet und die Nachbarn waren voller Erwartungen, jetzt meine Frau und meine Tochter kennenzulernen. Und da wurde gleich die zweite Tochter geboren. Ja. Und daraufhin sagten die dann, ach ja, scheinen ja Leute zu sein wie wir auch. Die kommen daher, kriegen einfach Kinder. Ja. Und wir blieben da, wir blieben einfach da. Ja. Und da hatten wir dann das große Glück, dass wir einfach in das indianische Leben einbezogen wurden, ohne jemals uns Gedanken darüber gemacht zu haben. Bei den Indianern werden die Kinder nicht erzogen. Es gibt keine Kindererziehung. Die leben einfach mit den Menschen und erschauen, erfüllen. Die leben nicht einfach, sondern das Kind braucht Unterstützung, wird behütet, braucht Beachtung, braucht Kontakt, wird nie allein gelassen. Hm. Es gibt keine schreienden, es gab damals keine schreienden Babys. Nie. Mhm. Ja? Nein, Erziehung gab es schon, aber erzogen wurden die Eltern. Von der Familie und von den Nachbarn. In dem Moment, wo ein Kind da war, wurden die Eltern erzogen. Und das führte dann dazu, dass die Kinder von allen Nachbarn und Familienmitgliedern als ihre Kinder gesehen wurden. Mhm. Also auch die Nachbarin hat unsere Tochter genauso behandelt, als wäre es ihre eigene Tochter. Das war dann für meine Frau ein bisschen schwierig, als sie das erste Mal sah, wie ihre Tochter an der Brust der Nachbarin lag. Das war ein bisschen ungewohnt für eine Deutsche. Aber entpuppte sich als für die Kinder grandios. Ja, diese tiefe Geborgenheit, dieses totale Angenommensein. Und wir, die wir ja keine Ahnung hatten, wie man in so einem Dorf lebte, wurden einfach in diese normale Dynamik hineingezogen. Und so hatten wir unsere Lehrmeister. Und wir akzeptierten notwendigerweise alles, was die uns sagten. Wir hatten ja keine Ahnung. Mhm, ja? Wunderbar. Das war toll. Toll. Also du leuchtest, wenn du das erzählst, finde ich absolut großartig. Und wie du hast schon angedeutet hast, du baust also jetzt diese ganz natürlichen Dörfer wieder. Was sind jetzt so deine Projekte, deine, wo du auch wirklich den Menschen hilfst? Ich weiß, dass manche Menschen zu dir mal für ein, zwei Wochen zu euch kommen und dort einfach lernen, mit euch zu leben. Und dort auch, es gibt Visionssuche. Was sind so die aktuellen Projekte? Ja, ich bin in einem schwierigen Übergang, wo ich jetzt 20 Jahre lang erst Wald begründet habe. Also ich habe jetzt tatsächlich den selbst gepflanzten Regenwald, den ich habe. Das ist der höchste und am weitesten entwickelte Regenwald des ganzen Staates mittlerweile. Wow, des Staates Yucatan. Es ist erstaunlich, was man da in 25 Jahren machen kann. Ich habe langsam die alten Dorfstrukturen wieder entdeckt, dann haben wir ausgegraben, Häuser gebaut. Wir haben mittlerweile insgesamt 38 kleine Gebäude, traditionelle Gebäude. Ich versuche, die bessere Maya-Architektur wieder zu entwickeln. Man hat in der Kolonialzeit den Maya verboten, bessere Häuser zu bauen. Und später hat man dann gesagt, das sind ja alles nur dumme Bauern, die haben ja nur ganz einfache Hütten. Ja, das ging auf eine Gesetzgebung zurück, wo man gesagt hat, nein, nur die Weißen dürfen bessere Häuser haben. Mhm. Es gab also früher einmal eine weiterentwickelte Maya-Architektur, die ich weiterentwickle. Und die entspricht in vielen dem Idealbild dessen, was man hier so als biologisches Bauen hat. Nachhaltig, nur mit lokalen Ressourcen, optimale Raum- und Farbgestaltung. Da finden sich dann teilweise Elemente, wie wir sie hier nur in einigen anthroposophischen Häusern finden oder in ganz traditionellen Häusern. Ja, auch mehr so runde Formen und ja, so. Ja, mehr runde Formen. Die Ecke ist ja sowieso eine der ineffizientesten Geschichten, die wir so haben. Da habe ich mich lange mit beschäftigt und dann irgendwann kam die Frage, okay, wie bevölkere ich das Ganze? Wie kriege ich Menschen dazu, dass sie jetzt auch möglichst ein bisschen wie die Maya leben, wo die Maya selbst über die letzten 30 Jahre diese Lebensformen eigentlich abgelegt haben? Sie wurden dazu gezwungen. Die Landwirtschaft bricht zusammen. Die Abwanderungsrate ist so hoch, dass ungefähr 80% der Männer der Gemeinde heute in den USA arbeiten. Wir reden da über riesige Zahlen. Mhm. Ja? Und das ist eine Negativauslese. Die übrig bleiben, sind nicht unbedingt die wertvollen Traditionsträger und die aktiven Menschen, sondern wir stehen ja vor einem Ruin eigentlich in dieser ganzen Umgebung. Mhm. Und in der Situation versuche ich jetzt eine neue, lebendige, möglichst nachhaltig wirksame Gemeinde aufzubauen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als Leute von außerhalb dazu zu holen. Ich versuche, ungefähr 50% lokale Maya-Bevölkerung drin zu haben. Da habe ich aber wieder eine andere Schwierigkeit. Die leben nämlich in Großfamilien.
Und wenn ich ein junges Paar einlade, jetzt eins meiner Häuser zu beziehen und Teil der Dorfgemeinschaft zu werden, sagen die ja. Und die Großmutter und die Tante ja. Und die anderen Großeltern, die sind nämlich dann 25. Mhm. Also das ist alles nicht so einfach. Ja, ja. Ja? Und ich bin gerade dabei, mit einer Gruppe von Menschen aus ganz Mexiko und einigen internationalen Mitgliedern, die dabei sind, 400 Leute, die sich mit alten spirituellen indianischen Formen beschäftigen, den sogenannten Mondtänzen, die innerlich darauf vorzubereiten, solch ein Dorfleben anzunehmen. Das machen wir seit anderthalb Jahren. Und gerade jetzt im April treffe ich mich wieder mit Ihnen zu einer Visionssuche. Da kommen dann 45 von denen. Wir machen ein neuntägiges Ritual, in dessen Zentrum steht eine dreitägige Visionssuche bei mir im Wald. Da sitzen die dann ohne Wasser, ohne Nahrung, 3 Tage auf 2x2 Meter unter einem Baum. Und sind durch viele Vorbereitungen in der Lage, damit umzugehen. Wir gehen einmal am Tag mit einer kleinen Schale Wasser vorbei, dürfen sie dann ein bisschen trinken. Manche tun das gar nicht. Und und ich hoffe, dass auf dem Weg langsam sich diejenigen finden, die dann diese Gemeinde bevölkern können. Es ist der Schritt in ein ganz anderes Leben. Wow. Nicht einfach. Ja. Ja. Wir laden im Prinzip Menschen aus aller Welt ein, mitzumachen. Je größer die Vielfalt, desto besser, glaube ich. Es gehört vor allen Dingen diese innere Bereitschaft dazu, sich auf einen so grundlegenden Lern- und Lebensprozess einzulassen. Dazu muss man nicht Maya sein. In der mexikanischen Definition ist sowieso ein Maya einer, der in einem soziokulturellen Kontext der Maya wie ein Maya lebt, der darf gerne weiß oder rothaarig oder sonst was sein. Ja, ja. Ja? Mhm. Denn wenn dann jemand, also es gab mal jemanden, der sagte... Insofern warst du ein paar Jahre auch Maya. Ich werde als Maya angesehen. Ja, okay. Ich bin auch laut Gesetz, ich muss mich dann nur als solcher auch definieren. Ja. Ich bin per Gesetz Maya, ich darf zum Beispiel eine Maya-Gemeinde gründen, ich darf die als indigene Gemeinde vom Gesetz so anerkannt gründen. Das ist gar kein Problem. Wenn dann jemand käme, das ist mir einmal passiert in einer Versammlung, sagte jemand, du bist weiß, du bist gar kein Maya. Ja, da gibt es ein anderes mexikanisches Gesetz, das Rassismus verbietet. Der ist dann Rassist. Sehr gut. Ja. Darf nicht sein. Schon lustig. Ja, wunderbar. Du hast hier noch so besondere Essenzen mitgebracht, die stellt ihr auch her. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist der Forest in a Bottle oder die Dschungelbuddel. Das sind die Mikroorganismen, die ich schon erwähnt habe, mit denen auch die Bäume wachsen, gibt es in Variationen. Was dahinter steht, ist, dass wenn wir unseren Körper wieder gesunden lassen wollen, da arbeite ich nicht symptomorientiert. Symptome können ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Und ich finde das, was die moderne Medizin macht, äußerst verwirrend. Da gibt es nämlich 23.000 Krankheitsbilder. Aber es gibt nur eine Gesundheit. Ich möchte mal den Arzt kennenlernen, der die 23.000 Krankheitsbilder beherrscht. Ja. Das ist ein Irrweg. Die werden immer wieder neu erfunden. Ja, das ist sehr seltsam alles. Und ich gehe den gegenteiligen Weg. Ich schaue, wie funktioniert der Wald, wie funktioniert der Körper? Welches sind die Möglichkeiten, die ich habe, um ihn in seiner Vitalität grundlegend zu unterstützen? Und erst wenn diese grundlegende Unterstützung des Organismus, des Metabolismus, des Kreislaufes nicht greift, wenn dann noch was übrig bleibt, dann kann ich noch mal symptombezogen schauen, was ich da tue. Ja. Das Interessante ist, dass ich mit diesem Ansatz weit über 90% aller Fälle lösen kann. Mhm. Und Schritt 1 ist, da muss erstmal der Bauch funktionieren. Ja? Das ganze Bauchinnenleben, das hat eine so entscheidende Wirkung auf den gesamten Körper. Mhm. Wenn ich das ausgleichen kann, dann ist oft das ganze Problem schon gelöst. Mhm. Und da spielen die Mikroorganismen eine große Rolle. Wir haben selbst mehr Mikroorganismen im Körper als eigene Zellen. Die Mikroorganismen sind die Mittler zwischen den ganzen Außenwirkungen, zwischen der Nahrung, Flüssigkeiten und dem Metabolismus
und dem Nervensystem. Dazu haben wir hier ein ungeheures Nervensystem, so groß wie das Hirn auch, das Mesenterium. Und das regulieren wir hiermit. Das schafft die Intelligenz dieser Gemeinschaft. Das ist eine intelligente Auswahl von Mikroorganismen. Es sind, wenn man sich das Ganze so wie ein Großkonzern vorstellt, also nehmen wir mal an, ich will eine gesunde Wirtschaft irgendwo aufbauen und ich habe zur Verfügung alle Mitarbeiter des Mercedes-Konzerns. Wen lade ich dann ein, mir zu helfen? Ja, bestimmt nicht die Putzfrau. Ja. Ja? Ja. Und auch nicht den Schraubendreher, der unten nur weiß, genau, wie man eine Schraube festdreht. Die CEOs, die ich hole mir Chefs aus der Reihe der CEOs und der Konzeptionisten verschiedene Leute. Also nicht nur CEOs, auch nicht nur Konzeptionelle. Ich brauche Führungskapazität und ich brauche konzeptionelle Kapazität. Das ist die Auswahl. Die Mikroorganismen sind nicht viel anders organisiert. Und es ist uns über 14 Jahre gelungen, irgendwann die auszuwählen. Toll. Das heißt, ich kann das einsetzen im Bauch und im Wald. Im Anbau von Gemüse oder zum Beispiel im Umgang mit der Algenproblematik an der Karibik. Da machen wir es gerade. Ja, und ich bin der Einzige, der mit dieser Flüssigkeit einen Beitrag geleistet hat. Manche Touristen mögen die Rotalge kennen, die dann den Strand unbrauchbar macht und da fängt es an zu stinken und zu modern und so weiter. Wenn ich die einsetze, dann riecht es nicht mehr, dann trocknen die Algen einfach ruhig ab und man kann weiterhin baden, es gibt keine Schwierigkeiten. Da haben wir sehr große Erfolge mit gehabt. Das ist die Intelligenz dieser Mikroorganismen. Schön, spannend. Ja, wunderbar. Und dazu gibt es dann noch andere Extrakte. Also ist es leider noch nicht erhältlich. Ja. Muss zu uns, man muss zu uns in den Wald reisen. Alles klar, gut. Und in Mexiko gibt es. Aber ich bin zunehmend mit Ärzten im Gespräch, um zu schauen, was kann man da machen. Ja? Wunderbar. Es funktioniert jedenfalls. Ja. Ich verwende es lokal. Ja. Ja. Toll. Also ich danke dir sehr. Das ist sicher eines der längsten Mystiker-Interviews ever geworden. Aber das darf auch sein bei so einem wunderbaren Thema dieser Lebenserfahrung. Ich habe sogar noch zwei Fragen zum Abschluss. Erste Frage, du lebtest nur wirklich 20 Jahre dort in Yucatan und bist seit ungefähr so 2 Wochen jetzt hier in Deutschland. War das für dich ein Kulturschock? Wie empfindest du, was waren so deine ersten Empfindungen, als du wieder in diesen sehr mental und strukturierten Deutschland ankamst? Also ich hatte ja nun dank Internet einiges mitgekriegt natürlich, von dem, was ich hier verrückte Zeiten abgespielt habe. Es waren verrückte Zeiten. Es hatte mich nicht unbedingt animiert, hierher zu kommen. Ja, ganz im Gegenteil. Ja, ich hatte eigentlich fast 3 Jahre lang das Gefühl, ach lass mal, im Wald geht es mir besser. Und manche von uns würden auch lieber in den Wald gegangen sein, ja. Ja. Und dann wurde ich eingeladen und die Einladung hörte sich so interessant an, dass ich dachte, okay, schaue ich doch mal. Erstens hat das eigentlich aus Sicht meiner deutschen Mitmenschen, macht das irgendeinen Sinn, was ich hier tue? Nach so langer Zeit sitzt man da im Wald und fragt sich ja manchmal, ja, was soll das eigentlich? Also ich wollte gerne Rückmeldung haben und die nächste Frage war dann, kann ich vielleicht einen Beitrag leisten? Was wäre denn dieser Beitrag? Als wirklich offene Frage, weil ich es mir nicht richtig vorstellen konnte. Und da war so eine Kongresseinladung toll, weil ich habe so viele Rückmeldungen gekriegt, wie ich nie erwartet hätte, nie erhofft hätte. Es entspannen sich sehr schöne Dialoge. Der mit dir ist jetzt einer davon. Und ja, was ist mein Eindruck? In Teilen der Bevölkerung herrscht Aufbruchstimmung. In Teilen der Bevölkerung herrscht große Offenheit, Neues zu schaffen, Neues zu probieren. Mit denen möchte ich mich gerne zusammentun, möchte ich gerne unterstützen und auch von ihnen lernen. Und ich denke, wir haben es mit globalen Problemen zu tun. Wir werden global zusammenarbeiten müssen. Wir werden eine neue Dimension des Zusammenspiels zwischen Ost und West, auch eine neue Positionierung der deutschen Kultur in der globalen Kultur brauchen. Da sehe ich eine wirkliche Herausforderung drin. Ich glaube fest daran, dass die deutsche Kultur wieder und immer noch einen sehr starken Beitrag leisten kann, wenn die Leute sich dessen
nochmal bewusst werden. Ja, und viel von diesem Bewusstsein ist verschüttet worden in letzter Zeit oder überspielt worden oder irgendwie eingeschlafen. Ich denke, das kann man alles wieder wecken. Also um die Frage zu beantworten, ich sehe eigentlich spannenden Zeiten entgegen. Sehr, sehr schön. Ja, und ich kann es nur bestätigen, der Applaus war Standing Ovation nach deinem Vortrag in Leipzig und man kann deinen Vortrag auch bei den Kollegen von Nuoviso sich ansehen. Wirklich wunderbar, sehr, sehr schön. Und ich glaube auch, wir leben in spannenden Zeiten. Ich bin auch grundsätzlich Optimist. Ich sehe, da lief so viel verquer, aber viel mehr Menschen fragen heute nach. Und das hat diese Krise in den letzten 2 Jahren auch gezeigt, dass viel mehr Menschen wacher geworden sind und wirklich sich nochmal neu die Frage stellen, was für ein Mensch möchte ich sein in dieser Welt. Und das sind sehr viele positive Energien auch entstanden. Ja, und vielleicht meine letzte Frage genau an jene Menschen, die sich jetzt fragen, wie soll ich denn ein ganzheitlicheres, wieder glücklicheres Leben finden? Es geht mir nicht gut, ich bin inmitten von Ängsten. Was hilft mir, um wieder natürlicher meinen Herzensweg zu gehen? Vielleicht einfach aus dem Herzen ein paar Worte. Ich ende eigentlich bei Vorträgen und Gesprächen immer wieder damit, dass die Frage im Raum entsteht, was ist Leben? Mhm. Und wundere mich, dass einerseits die Leute dann ganz still werden und sagen, ja, das ist eine Frage. Und wenn ich dann mal frage, habt ihr eine Antwort? Dann weiß sie keiner. Und ich glaube, die Definition des Lebens ist ganz einfach. Wir werden in eine Welt gestellt, die wir erstmal erfassen müssen. Also wer lebt, erfasst den Raum, in dem er lebt. Und er erkennt in diesem Raum Optionen. Diese Optionen sind immer da. Das können ganz kleine Unterschiede sein. Der kleinste Unterschied ist einfach nur, so weiß ich, schwarz gibt es nur, wo es weiß gibt. Das ist die Polarität. Hell gibt es nur, wo es dunkel gibt und so weiter. Es gibt immer Optionen. Man kann immer wählen. Leben bedeutet zu entscheiden. Mhm. Und sich zu positionieren durch diese Entscheidung. Und je schneller wir entscheiden, in je kleineren Schritten wir das tun, umso lebendiger wird der ganze Prozess, umso einfacher wird das auch und umso zielführender wird er. Und ich erlebe, dass heute viele Menschen geradezu erstarren vor der Häufung von Problemen, vor der ungeheuren Dimension von Herausforderungen. Gelöst werden können die und die Lebendigkeit finden kann ich, indem ich mich den kleinen Entscheidungen widme, die direkt vor mir sind. Sehr schön, ja. Schritt für Schritt. Ja. Und wenn mir das gelingt und ich dann nicht nur entscheide, sondern auch im Sinne meiner Entscheidung handle und dann in die nächste Stufe gehe, nämlich darüber spreche, erzähle, dann lebe ich. Und dann finde ich das Leben wieder. Also ich plädiere dafür, dass wir wieder erzählen sollten und aus uns selbst heraus den Fundus schaffen, über den wir erzählen. Wunderschön. Und unser Licht leuchten lassen. Und jeder ist ein einzigartiges Licht, wenn wir uns da ergänzen und gegenseitig beschenken. Ja, was gibt es Schöneres? Ja. Ich danke dir sehr. War eine ganz schöne Begegnung. Alles Gute dir. Bin gespannt, wie es in deinem Leben, deinem Wirken weitergeht. War mir eine große Freude. Danke, Thomas. Ja. Alles Gute, ihr Lieben. Wow. Viel gelernt, oder? Alles Liebe.